Das war so, dass wir vor der Saison Tests gemacht haben mit einer Heilpraktikerin aus Hamburg. Wir haben alle Blut abgeben müssen und das Blut wurde dann an verschiedene Labore geschickt und dann wurde die Verträglichkeit auf 200 verschiedene Lebensmittel getestet. Also nicht Allergie oder sonstiges, sondern wie gut wir welche Stoffe verstoffwechseln. Und ja, bei manchen gibt es eben höhere Entzündungswerte im Blut, bei anderen eben weniger hohe. Und daran halte ich mich jetzt im Moment an meinen Ernährungsplan. Das ist dann so, dass ich, wie gesagt, Gluten, Milch und Eiprodukte weglasse. Und ja, mir geht's gut. Ich habe vorher zum Frühstück ganz normale Brötchen. Ich habe ein Rührei gegessen. Das geht jetzt alles nicht mehr. Ich brauche glutenfreies Brot. Ich kann keine Butter mehr benutzen. Dafür habe ich halt alternative Dinge, die ich mir aufs Brot schmiere. Und das Frühstücksei lasse ich weg. Jetzt, wenn ich morgens frühstücke, ich esse Müsli, welches glutenfrei ist. Und benutze Kokosreismilch zum Beispiel. Und zum Abend, wenn ich zum Beispiel Nudeln essen war irgendwo, kann ich eben auch nicht die normalen glutenhaltigen Nudeln nehmen, sondern muss glutenfreie Nudeln. Das sind meistens Mais, Reisnudeln nehmen. Ja, Pizza oder sowas geht nicht mehr. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass es mir nicht schlechter schmeckt als davor. Ich finde, das geht wirklich, es ist human und ich konnte mich wirklich darauf einstellen oder umstellen, dass es mir irgendwie nicht psychisch eine Belastung gibt, dass ich jetzt darauf achten muss, das darf ich nicht und das schmeckt mir so schlecht, aber ich muss das essen, weil es gesünder ist. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich damit umgehen konnte. Insgesamt, man fühlt sich einfach fitter. Nach dem Spiel fühle ich mich besser, ich regeneriere schneller, ich kann mich besser konzentrieren, ich kann mehr Leistung geben im Training oder auch auf dem Spielfeld. Und ja, insgesamt kommt es uns allen zugute. Ich glaube, wir halten uns auch größtenteils dran in der Mannschaft und es bringt auf jeden Fall nochmal ein paar Prozente. Es hat sich in den letzten Jahren ziemlich stark entwickelt und ich denke, das ist einfach normal, dass mit der Zeit neue Dinge dazukommen. Das war schon immer so. Und ich finde, ernährungsmäßig wurde die letzten Jahre auch, hat sich echt einiges getan. Und ich finde, da wurde die Jahre davor einfach dem wurde zu wenig Beachtung geschenkt. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir da jetzt eben in dem Punkt uns verbessert haben. Und gut, die Überwachung im Training, sage ich mal, wie viel wir gelaufen sind, wie viele Sprints wir gemacht haben und so weiter, das gibt es jetzt auch schon einige Jahre. Und ja, es ist halt immer gut für die Trainer, wenn die ein Feedback haben, wie anstrengend eine Trainingswoche war und so können die auch die Belastung steuern und es ist für die auf jeden Fall hilfreich. Na, ich glaube, vielleicht ganz am Anfang war das so ein Punkt, dass man wusste, dass alles aufgezeichnet wird, aber mittlerweile ist das eigentlich nicht mehr so präsent im Kopf. Man geht aufs Feld, man hat das Ding um die Brust und macht einfach sein Ding auf dem Trainingsplatz und versucht, wie gesagt, Gas zu geben. Und die Trainer können dann sehen, wie viel man gemacht hat und wie viel eben auch nicht.